Und was sind die Ziele eines Saatbetts? Gerade, fest und fein, und zwar in der Reihenfolge. Und wer was anderes erzählt, der hat keine Ahnung. Wir sind heute mal auf dem Maisland unterwegs, also wo Mais hin soll. Vorher stand hier Weizen. Wie ihr seht, sieht das nach dem Grubbern nicht so richtig schön aus. Wir waren hier im Herbst nur mit dem Striegel drauf, aufgrund des Ackerfuchsschwanzes. Und dann habe ich heute mal die Gelegenheit genutzt und habe Sören seinen 7530 abgeluchst, inklusive dem schönen Safety Bumper, und habe meine alte Kreiselecke rausgeholt und möchte das jetzt mal nutzen, um das hier nächste Woche vorm Regen schon mal fertig zu machen. Dann kann das schön anregnen und dann können wir hier demnächst irgendwann schön Mais bestellen. Willkommen aus der Kabine. Ja, auf diesem Stück stand Weizen letztes Jahr. Den haben wir gedroschen, während Sören mit dem Magnum unterwegs war. Und hier ist ein bisschen, oder hier war mal ganz viel Ackerfuchsschwanz drin. Deswegen haben wir den mit 3-4 anderen Flächen zusammengelegt und haben da nur mit dem Strohstriegel gearbeitet. Mit dem Wallner, den Sören im Raps mal eingesetzt hat, wenn ihr euch daran erinnert. Und dementsprechend ist hier dann zum Winter ein ganz guter Aufwuchs zurechtgewachsen. Und dann hieß es erst, wir werden die Fläche los, wir müssen sie vertauschen. Ja, dem war denn doch nicht so. Und dann habe ich, als ich Rübenland mit Glyphos behandelt habe, habe ich die Fläche hier auch mit tot gespritzt. Also mit einem Totalherbizid behandelt. Und dann haben wir das jetzt einmal gegrubbert, in der Hoffnung, dass wir nicht ganz so viele Samen wieder nach oben geholt haben. Aber die Matte war einfach zu stark, da direkt reindrillen, das wäre nichts geworden. Ja, und dann seht ihr ja, ist das so ein bisschen unschön geworden hier. Es ist kein schwerer Boden eigentlich, es ist anmoorig, aber es ist so trocken und durch die starke Durchwurzelung ist das nicht ganz so schick hier. So, erstmal zur Technik. Sörens 7530, den hat er ja schon zu Genüge vorgestellt. Stufenlos 1000 EZAP-Welle, ich habe mich gewundert. Gewundert und gefreut, also bitte nicht falsch verstehen, das ist eine schöne Sache. Dadurch können wir hier schön spritsparend mit 1800 Motortouren fahren. Vielleicht könnte man noch etwas schneller fahren, ist mir jetzt aber egal, ist Sonntag. Wir rollern das hier ganz in Ruhe durch, es sind 2 Hektar. Alles gut. So, und Ziel ist es, ein Saatbett herzustellen, logischerweise. Und was sind die Ziele eines Saatbetts? Gerade, fest und fein, und zwar in der Reihenfolge. Und wer was anderes erzählt, der hat keine Ahnung. Fein ist also nicht immer ausschlaggebend. Wenn ich dran denke, wo ich schon Rüben reingelegt habe, da sind andere schreiend weggelaufen. So, und gerade haben wir in dem Striegelvideo besprochen, gerade ist ganz wichtig. Freut sich übrigens auch der Maishäcksler. Ja, dann sind wir unterwegs mit einem Amazone-Kreiselgrubber. 4,50 Meter. Der ist bei uns auf dem Betrieb, war da mal eine Drillmaschine drauf. Und als wir die pronto gekriegt haben, brauchten wir die ja nicht mehr. Dann hat sich auch relativ schnell jemand für die gebrauchte Drille gefunden, aber für den Kreiselgrubber nicht. Und dadurch ist der mal hier geblieben. Und für solche Notfälle kann man den immer mal ganz gut einsetzen. Läuft doch sehr gut. Alle Drehzahlen und alle Temperaturen, wie Sören immer so schön sagt, im grünen Bereich. Braucht auch kaum Kraft. Wie gesagt, es ist eigentlich nicht schwer. Wir machen hier, wir verschütten wieder ein paar Hohlräume, wir machen die Kluten ein bisschen klein, diese Grasbatzen ein bisschen klein. Und dann kann der Lohner hier dann den Mais reinlegen. Nächste Woche soll es regnen, deswegen mache ich das jetzt schon fertig, weil ihr seht, wir haben gestern 2 mm gekriegt, aber es staubt gar nicht. Also
muss hier noch ein bisschen mehr Feuchte drunter gewesen sein. Deswegen war es gut, dass ich mich dann heute doch aufgerafft habe, das zu machen. So, genug gequatscht. Ich werde euch noch ein paar, die Kamera noch mal draußen ein bisschen festmachen. Zwar da noch ein paar schöne Aufnahmen zustande kriegen. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.